Ray Dalio, das ist ein Multimilliardär, der hat den größten Hedgefonds der Welt, Bridgewater Associates. Das ist ein Hedgefonds, der außerdem ziemlich gut gelaufen ist die letzten Jahre. Und Ray Dalio ist einer, der auch immer wieder sagt, was er so denkt und was er so plant. In letzter Zeit hat er eher pessimistische Dinge gesagt. Also zum Beispiel glaubt er, dass der Handelskonflikt jetzt doch ziemlich eskalieren kann, der Handelskonflikt mit China, dass das eine langjährige Krise geben kann. Er hat sich auch Kapitalismus kritisch geäußert zuletzt, also den Kapitalismus an sich auch ein bisschen in Frage gestellt. Das sind alles sehr düstere Aussagen im Grunde, aber es gibt ein Land, für das ist Ray Dalio optimistisch und sogar regelrecht euphorisch. Und das ist Brasilien, Brasilien und brasilianische Aktien. Sowas ist natürlich interessant für uns, da spitzen wir die Ohren und es ist ein guter Grund dafür, dass wir uns heute Brasilien jetzt auch noch mal genauer anschauen. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Brasilien. Brasilien und der brasilianische Aktienmarkt habe ich hier natürlich auch schon behandelt. Das ist ungefähr ein Jahr her. Beitrag hieß: Wird Brasilien Börsenweltmeister? Das war damals zur WM-Zeit und hat deswegen natürlich auch keinen Menschen interessiert, das Video seinerzeit. Aber dazu kann ich nur sagen, hätten sich das doch mal mehr Leute angeschaut. Denn damals habe ich gesagt, ja, Brasilien, mittelfristig ist es eine von den ganz spannenden Börsen momentan. Und so ist es dann auch gekommen. Der MSCI Brasil Index in den letzten 12 Monaten, also ungefähr in der Zeit seit diesem Video, ist gestiegen um 27,8%. Und das in einem Börsenjahr, das ja wirklich nicht einfach war. Im Vergleich dazu zum Beispiel der MSCI World ist nur um 2,4% gestiegen. MSCI Emerging Markets Index sogar leicht gefallen. Brasilien ist also jetzt schon in der kürzeren Vergangenheit ein klarer Outperformer gewesen. Ich habe Brasilien dann nochmal ausführlich behandelt im Jahresrückblick 2018. Und daran sehen Sie schon, es kann sich wirklich lohnen, wenn man Zukunftsmärkte schaut. Die älteren Beiträge natürlich auch, aber natürlich auch immer die neuen Beiträge. Also wenn Sie sowas nächstes Mal nicht verpassen wollen, dann anmelden beim Kanal und beim Anmelden natürlich dann auch immer gleich die Glocke drücken. Dann sehen Sie, jetzt ist wieder ein neuer Beitrag da von Zukunftsmärkte, den Sie dann ja sicher auch ansehen wollen. Das ist der Bovespa-Index, der Leitindex in Brasilien. Kursentwicklung auf ein Jahr. Da sehen Sie schon, wie stark das nochmal nach oben gegangen ist da letztes Jahr und auch ja entgegen dem Marktumfeld international, das ja sehr schwierig war, das vor allem im Herbst-Winter dann relativ schwierig war. Das ist aber genau die Zeit, wo sich Brasilien wirklich behauptet hat und sich da diesem Trend auch entgegengestemmt hat. Und hier haben wir nochmal den 5-Jahres-Chart. Was wir da vor allem sehen, es geht steil nach oben und das eigentlich schon seit 2016 sogar. Mit Schwankungen natürlich, aber wir sind schon länger in einem Aufwärtstrend, der auch noch sehr gut aussieht, wo das Chartbild intakt ist. Und Ray Dalio zum Beispiel, der sagt, das dürfte so weitergehen. Ich komme da auch gleich nochmal dazu, aber jetzt vorher noch was Grundsätzliches, was man wissen muss zur brasilianischen Börse. Momentan ist es so, da geht es nur um Politik zurzeit in Brasilien. Im Oktober waren Wahlen und die hat gewonnen Jair Bolsonaro. Und wenn man den so hört, dann läuft es einem eigentlich eher kalten Rücken runter. Also er findet zum Beispiel die Militärdiktatur gut, die Brasilien gehabt hat. Die meisten Kabinetts- oder viele Kabinettsmitglieder sind auch Militärs. Er hetzt gegen Minderheiten, hetzt gegen Homosexuelle. Er ist also im Grunde eine Vollkatastrophe. Das ist der Börse aber egal, oder sie sieht drüber hinweg zumindest. Für die war es wichtig in erster Linie, dass er kein Linker ist.
Brasilien ist vorher links regiert worden und das war ja auch eine Zeit mit vielen Skandalen und mit Misswirtschaft und da waren die Brasilianer sicherlich ein bisschen hysterisch. Also bloß kein Linker, ist dann eben jetzt auch kein Linker. Dann, man hofft jetzt auf Privatisierungen unter Bolsonaro, was gut sein kann. Und das dritte und alles Entscheidende momentan, die Pensionsreform. Die ist dringend nötig und so wie es momentan aber aussieht, kriegt Bolsonaro die wahrscheinlich durch. Und das würde in den nächsten 10 Jahren bedeuten, eine Entlastung für den brasilianischen Staatshaushalt im Bereich von 300 Milliarden Dollar. Und deswegen ist es eben für die Anleger auch die große Schicksalsfrage. Und es geht momentan um nichts anderes als um diese Pensionsreform und ob die jetzt durchgeht oder ob sie nicht durchgeht. Solche Reformen sind immer relativ unangenehm, aber momentan ist es so, dass das Rentensystem das Land ausblutet. Es gibt da sehr viele Leute, die eben mit Anfang, Mitte 50 in Rente gehen. Das sind vor allem Staatsangestellte natürlich und von denen gibt es aber auch einige in Brasilien. Das muss sich ändern. Wir haben hier eine Grafik von der BBC, das ist die Staatsverschuldung in Brasilien zum Bruttoinlandsprodukt, die nicht so niedrig ist. Die ist da bei 77%, was für ein Schwellenland auch schon relativ hoch ist. Und was man auch sieht, das sind die Schätzungen, wie das da auseinandergehen würde mit Pensionsreform, ohne Pensionsreform. Also wenn die Reform scheitert, dann wäre eben absehbar, dass die Staatsverschuldung steigt auf über 100% vom Bruttoinlandsprodukt bis 2023. Und mit einer Reform, mit einer erfolgreichen Reform, da gibt es aber dann andererseits eine gute Chance, dass die Verschuldung gebremst wird oder vielleicht sogar leicht zurückgeht. Und darum ist es eben auch so wichtig. Darum schauen die Anleger momentan eben ganz stark auf diese Reformverhandlungen. Und sie glauben auch, dass diesmal die Reform durchgehen dürfte. Und das sagt auch Ray Dalio. Der ist der Meinung, dass die Anleger von Brasilien insgesamt so enttäuscht sind von diesem ganzen Schlamassel in der Politik, dass da jeder Fortschritt Kursgewinne bringen würde, weil man da mit Fortschritten momentan gar nicht mehr rechnet und weil man dadurch Brasilien auf der anderen Seite eben auch schwer unterschätzt. Und wenn es dann aber diesen Befreiungsschlag gäbe, so sagt er, dann hätten wir da viel Luft nach oben noch, also wirtschaftlich gesehen. Und auch an der Börse. Dass er das so sieht, ist insofern interessant, weil, was richtig ist, es läuft wirtschaftlich nicht besonders gut, aber die Börse läuft ja schon gut in Brasilien. Bovespa auf Allzeithoch, also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, würde ich, die Anleger seien zu pessimistisch. Im Gegenteil eigentlich eher. Und das Durchschnitts-KGV in Brasilien ist auch schon bei 15, also man kriegt die Aktien jetzt auch nicht mehr nachgeworfen. Aber was Ray Dalio eben meint, was noch nicht eingepreist sei, das sei eine nachhaltige Wirtschaftserholung, die kommen könnte. Dafür sieht er gute Gründe, zum Beispiel, dass die Verschuldung in ausländischer Währung sehr niedrig ist in Brasilien. Das sei ein großer Vorteil. Und zweitens, der Leitzins ist immer noch sehr hoch und da gäbe es jetzt Spielraum für Zinssenkungen und das könne eben die Wirtschaft jetzt doch endlich anschieben. Das ist stichhaltig, was man auf jeden Fall natürlich sagen muss. Die Wirtschaft hat sich schlecht entwickelt die letzten Jahre in Brasilien. Und wahrscheinlich ist es aber tatsächlich so, dass das Potenzialwachstum in Brasilien deutlich höher ist als das, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Wenn das Ganze hier mal ausgestanden ist, dass wir da vielleicht eben doch einen Wachstumsschub bekommen können, der wirklich positiv überraschen würde am Markt. Die Krise ist eine Sonderentwicklung in Brasilien, habe ich ja genauer schon im letzten Video beschrieben. Ich zeige jetzt hier nur noch mal, wie sich's konkret entwickelt hat. Das hier ist das Wachstum jeweils im Quartalsvergleich. Also wir haben in Brasilien nach der Finanzkrise einen starken Boom gehabt, auch Rohstoffboom unter anderem. Das hat zu einer Überhitzung geführt, das ist in sich zusammengefallen. Spätestens 2015 kann man sagen, haben wir dann wirklich eine schwere Krise bekommen, die wir in anderen Schwellenländern so nicht gehabt haben.
2017 sieht es dann kurz mal gut aus, aber es war kein Durchbruch. Und jetzt haben wir ja auch weltwirtschaftlich gesehen wieder einen starken Gegenwind. Und da kann man sagen, das hat dann diesen Erholungsversuch 2017 auch wieder abgewürgt. Und wir sind in Brasilien tatsächlich seit gut 5 Jahren in einer Krise schon und sind da bis jetzt auch nicht wirklich wieder rausgekommen. Was die Krise noch verschärft hat, vor allem in den Jahren 2015, 2016, das war die Geldpolitik. Das ist der brasilianische Leitzins die letzten 5 Jahre. Da haben wir was sehr Typisches. Also die Währung ist in der Krise gefallen, der Real. Da sind die Leute aus dem Real raus in der Krise. Deswegen hat man den Leitzins anheben müssen, um die Währung zu verteidigen. Und zwar auf über 14%, was in der Krise natürlich schlecht ist für die Wirtschaft bis katastrophal. Und das Positive jetzt ist aber natürlich, jetzt hat man ja den Leitzins wieder stark senken können. Jetzt ist er auf 6,5%, was für unsere Verhältnisse hier immer noch sehr hoch ist, aber für Brasilien sind 6,5% ein Rekordtief. Und das ist natürlich für die Wirtschaft ein riesiger Unterschied, ob man ein Zinsniveau hat wie 2016 oder so wie es heute ist. Das Zinsniveau heute ist eine enorme Entlastung. Das hat sich bis jetzt noch nicht so ausgewirkt, weil ja die Krise sehr schwer war, aber es ist natürlich ein Faktor, der sich in näherer Zukunft doch stark auswirken könnte. Was auch die Argumentation ist von Ray Dalio, der sagt ja, da kommt viel Unterstützung vom Zinsniveau und da sei sogar noch mehr drin, weil bei den Zinsen noch Luft nach unten sei. Was die Notenbank in Brasilien letzte Woche übrigens auch bestätigt hat. Also die Notenbank hat letzte Woche gesagt, wenn die Pensionsreform durch ist, dann kann man den Leitzins wahrscheinlich noch weiter senken, so auf 5,7% oder so. Und dementsprechend hätten wir dann ja noch zusätzlichen Stimulus und mittelfristig wirklich ganz gute Aussichten. Was ich persönlich aber schon glaube auch, wir haben da jetzt eben noch diese eine ganz entscheidende Sache vor uns, nämlich eben die Pensionsreform. Das ist da nochmal so eine Weggabelung, wo es eigentlich auch nochmal heißt, hopp oder top. Also wenn die Sache halbwegs durchgeht, dann ist der Weg eigentlich frei, würde ich sagen. Dann kann der Bovespa da weiter durchrennen. Und da ist mittelfristig mit Sicherheit noch was drin. Aber der Markt rechnet damit natürlich zurzeit auch. Und das heißt eben auch, also wenn die Reform scheitert aus irgendwelchen Gründen oder wenn sie hinter den Erwartungen zurückbleiben sollte, dann wäre das eben durchaus eine Enttäuschung. Und das heißt sicherlich kurzfristig Rückschlagpotenzial. Ich halte Brasilien also auch für einen sehr interessanten Aktienmarkt. Das ist ein Markt, der es wert ist, dass man ihn jetzt wirklich genauer beobachtet. Also das sollte man wirklich tun. Aber ich glaube schon auch, also wer da jetzt neu investieren würde, mitten in diesen Verhandlungen, in diesen Reformverhandlungen, der sollte da vielleicht jetzt nicht gleich sofort in die Vollen gehen, auf dem Niveau, das wir jetzt schon erreicht haben, sondern sollte vielleicht jetzt ein bisschen was investieren und dann das Ganze auch mal beobachten und hier jetzt auf dem hohen Niveau jetzt nicht übertreiben. Und was auch wichtig ist, wenn Sie investieren wollen in den breiten Markt, zum Beispiel mit einem ETF auf MSCI Brasil, dann sollten Sie eins wissen, es gibt ein paar Marktschwergewichte, die da dabei sind und die man aber vielleicht nicht unbedingt haben will. Also Schwergewichte in Brasilien sind Banken, die ich persönlich sehr interessant finde. Aber es sind eben auch zum Beispiel die Aktie von Petrobras, dem Ölkonzern, und von Vale, das ist ein Minenkonzern, großer Eisenerzproduzent. Petrobras ist skandalgeplagt, die Aktie ist zwar ganz gut gelaufen die letzten Jahre, aber es ist immer noch eine Sanierungsstory. Das geht gut, wenn die Sanierung erfolgreich hinhaut am Ende und es ist auch stark abhängig vom Ölpreis. Also nicht unbedingt eine Aktie, die jetzt von der Wirtschaftslage in Brasilien profitiert. Bei Vale das Gleiche. Vale kennt inzwischen jeder wegen diesem Dammbruch leider letztes Jahr mit der Schlammlawine, mit vielen Toten. Das ist schon mal sehr unschön, das ist das eine.
Und das andere, auch die Wale Aktie hängt jetzt natürlich nicht unbedingt ab von der Wirtschaft in Brasilien oder sondern vom Eisenerzpreis eben und von der globalen Konjunktur damit. Man könnte sogar sagen, dass Wale zum Beispiel stärker von China abhängt als von der Wirtschaft in Brasilien. Und wenn man jetzt einfach nur in den ETF geht, dann hat man eben auch diese Aktien sehr stark, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt haben will. Und darum stelle ich Ihnen auch andere Aktien vor aus Brasilien diese Woche und zwar im Zukunftsmärkte-Report. Der Report, das wissen Sie vielleicht schon, der ist gratis. Da bringen wir regelmäßig auch Marktanalysen und Aktienanalysen. Man muss sich da nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Und diese Woche gibt es eben Einzelaktien aus Brasilien. Und das sind Aktien, die meiner Meinung nach wahrscheinlich interessant sind als Petrobras oder als Vale. Und der Brasilien-Report geht morgen raus. Das heißt, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dann noch schnell eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Das Ganze, wie gesagt, kostenlos und der Anmeldelink ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Summa summarum, stimmen wir Ray Dalio zu? Ist Brasilien interessant? Ich würde sagen, ja, mittelfristig auf jeden Fall. Ray Dalio weiß schon, was er tut und er hat Brasilien im Visier, obwohl er ja insgesamt mit dem, was er so sagt, nicht so richtig optimistisch ist für die Börsen. Aber Brasilien findet er spannend und das aus gutem Grund. Es ist auf jeden Fall ein Land, das man als Privatanleger auch stärker sicherlich als bisher im Auge haben sollte. Und darum beobachten wir das hier ja auch und berichten drüber, sowohl hier auf dem Kanal als auch eben im Zukunftsmärkte-Report regelmäßig. Und ich kann Sie da nur einladen, dass Sie da auch mit uns dranbleiben. Ich bedanke mich heute schon mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Alles Gute Ihnen und bis bald.